Ahoi Leute, ich bin Atze, der Buschpirat. Herzlich willkommen zu diesem neuen Abenteuer, zu diesem neuen Video auf dem Kanal vom Outdoor-Buddy, dem Matze. Genau, wir beide sind hier unterwegs, tief ins Mittelgebirge. Und wir haben so eine kleine Challenge, denn ich sage voraus, dass es heute Nacht einen richtig heftigen Sturm mit Schnee geben wird. Und der Matze, der sagt, nee, bestes Wetter. Also ich bin mal mega gespannt, wer recht hat. Ich habe einen kleinen Sturmbunker dabei. Der Matze hat ein schönes Tippizelt dabei. Das wird aber euch alles später zeigen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß hier mit dieser wunderbaren Natur und mit unserer Tour. Alter Schwede! Lass mit dem Atze einmal eine Tour planen. Ah, viel Spaß mit dem Video. Auf geht's, Matze, auf geht's. Weiter, der Sturm kommt. Hier, Vorsicht, deine Kamera vergisst dich. Ja, das ist das Leben eines YouTubers. Jetzt müssen wir die Aufnahme nochmal machen. Wie stand die denn so? Oh, sehe ich gut aus. Und du auch. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Hey, hoffentlich kommen keine einsamen Wanderinnen. So, dann nochmal das Ganze. Einmal mit Profis arbeiten. Ich habe jetzt keine Grimassen gemacht. So, jetzt melde ich mich auch mal zu Wort. Bisher war die Wanderung, die Tour sehr schön. Wir haben schon ein paar gute Anstiege hinter uns. Sind jetzt ja, am ersten Teilauf, am nächsten Teilaufstieg zu einem kleinen See. Da werden wir erstmal schön Mittag machen, ein bisschen was essen. Und dann anschließend kommt der ja, größte Anstieg des Tages direkt. Da geht es dann auf gut 1000 Meter hoch. Das wird dann nochmal ordentlich reinsammeln. Dann haben wir es eigentlich auch von der Höhe her fast schon für diesen Tag geschafft. Ein paar Kilometer stehen noch an. Ja, kleinere Höhenmeter wird es immer wieder geben. Aber mehr oder weniger sind wir dann auf der Höhe
Wir müssen dann nur noch zum angepeilten Zielpunkt. Also, dann gehe ich jetzt mal diesen Weg weiter hoch und wir sehen uns an der Pause. So, das sind wir an unserem Zwischenziel. Der See hier oben, ihr seht, der ist noch tiefgefroren. Eine dicke Eisschicht drauf. Betreten natürlich verboten. Das Ganze hier ist Naturschutzgebiet. Das respektieren wir natürlich. Ja, die Sonne kommt gerade herrlich raus. Wunderbar. So kann man Pause machen. Gerade richtig herrlich, die Sonne kam gerade noch mal raus. Alles zusammengepackt, Pause vorbei. Gestärkt geht es jetzt an den nächsten Aufstieg. Wir haben gerade noch mal geschaut, also wir sind schon auf 830 Meter Höhe. Auf ein bisschen über 1000 müssen wir hoch. Also knappe 200 Höhenmeter haben wir etwa vor uns. Ja, der Wind hier oben ist ganz schön frisch. Deswegen gerade schon Handschuhe angezogen. Jetzt muss ich gerade gucken. Und einmal voll in den Schlamm reingetreten. Au, ja. Der Fuß ist nass. Ah, ekelhaft. Ekelhaft, pfui Teufel. Ich gehe jetzt mal weiter, gucken, dass ich trockenen Fußes rüberkomme. Und dann geht's bergauf auf den Gipfel. Jo. Einer nass und zweiter so halb nass. Naja, zum Glück habe ich ja ein paar trockene Socken dabei. Aber die hole ich dann erst heute Abend raus. Jetzt, wo der Fuß in Bewegung ist, profitiert zu produziert. Und dann trocknet das ab. Sind auch Merino-Socken. Also alles halb so wild. Die Hälfte zum Gipfel haben wir, noch 80 Höhenmeter und ja, da geht es hier lang und später geht es, ich hoffe man kann es erkennen, auf dieser Höhenlinie entlang, da noch mal kurz runter und dann hier weiter hoch und ganz dort hinten, ich weiß nicht, ob man es erkennt, da sind die Bäume so ein bisschen ausgefranselt, da irgendwo werden wir übernachten. Bis dahin sind so noch ein paar Kilometer zu laufen. Also, gehen wir es an. Ja, ihr seht, hier liegt ja noch langsam noch ordentlich Schnee. Das heißt, wir werden an unserem Zielort heute Abend, heute Nachmittag auch Schnee haben. Wird dann noch interessant bezüglich Aufbau vom Zelt. Ich bin heute unterwegs mit dem Lanschan 1 Bogen wieder. Hab mir da noch die Carbon-Mittelstange gegönnt. Somit spare ich mir den schweren Trekkingstock. Hab eine neue Isomatte von Sea to Summit. Wollten wir was breiteres, dickeres, bequemeres. Die Thermarest war zwar immer super warm, aber die ist mir irgendwie zu schmal geworden. So, und jetzt haben wir hier noch einen wunderbaren Ausblick. Den und den zeige ich euch jetzt mal. Ja, hier unten zwischen den Bäumen kann man den Bergsee von eben erkennen. Und da unten noch den anderen See eben. Ha. Wunderbares Wetter heute hier. Wo war noch mal der Sturm? Der kommt noch. Der kommt noch. Schauen wir mal. Ich steige auf das Gipfelkreuz. Ich bin oben angekommen. Erster Gipfel des Tages. Ne, jetzt wurde schon einer der Sattel. Aber der erste wirklich hohe Gipfel jetzt auf über 1000 Meter. Gut, weiter geht's. So, wunderbar geht jetzt gerade der Weg hier auf der Höhe entlang auf dem Kamm. Gerade leicht bergab. Lässt sich gerade super laufen. Einfach ein schöner Flow. Wow! Ein schöner Flow auf die Fresse. Der Flow. Der FF. Fressenflow. Ja,
Der Schnee ist hier geschmolzen, dann wieder zu Eis erstarrt und jetzt spiegelglatt hier in der Mitte des Weges. Und natürlich ist der Weg schuld und nicht dein adäquates Schuhwerk. Ja. Einwandfreie Schuhe habe ich hier an. Leichtwanderschuhe. Zweite Tagesziel für heute haben wir erreicht. Schönen Aussichtsturm. Da gehen wir jetzt mal hoch. Alter Schwede, ist das kalt. Direkt hoch auf die höchste Ebene. Ein paar Stufen noch, dann sind wir oben. Da gibt es von mir nichts mehr zu hören. Der Wind geht hier oben abartig. Leichte Windböen. Sturmwetter, Atze behaupten. Also viel Spaß mit den Bildern. Ja, von da hinten kommen wir, über hinten den Kopf hier lang und ja, hier über den Sattel geht's dann da hinten weiter zu unserem Ziel. Aber eine so geile Fernsicht, wunderbar, herrlich, das ist Leben. Ja, wieder unten am Turm und weiter geht's Richtung Ziel. Jetzt müssen wir tatsächlich unseren Weg hier suchen, denn der geht hier scheinbar irgendwie quer durchstickigt. Keine Ahnung. Also wie ihr seht oder auch nicht seht, geht hier der Weg lang. Hier. Und dann hier runter. Also man, wir folgen hier einfach nur irgendwelchen Fußspuren im Schnee. Ja, die Tourplanung von Komoot zeigt auch hier lang. Ab und zu sind auch mal ein paar abgeschnittene Bäume, die hier beim Weg lagen. Daran sieht man, dass also der Weg hier auch wieder gepflegt wird irgendwie, wenn also hier Totholz liegt, aber ja, ist gerade ein bisschen beschwerlich. Aber auch irgendwie geil. Ja. Überall liegen hier Spitzen von den Tannen, die vom Sturm abgebrochen sind. Und genau aus dem Grund sind wir heute auf einer Freifläche, falls es heute Nacht dann doch anfangen sollte, wovon ich nicht ausgehe. Ah, da, Sturmexperte läuft da vorne. Den Weg hier so und noch dichter laufen wir jetzt seit einem guten Kilometer. Wir hatten gehofft, auf eine Forststraße zu treffen, um Kilometer zu schrubben, aber stattdessen ja, gibt es nur Forst. Und ja, wir kommen eher langsamer voran. Ja, noch einen knappen Kilometer etwa, bis wir dann im Zielgebiet sind, wo wir unseren Übernachtungsplatz suchen wollen. So langsam wird es auch Zeit. Ich merke, dass mir die Strecke und vor allen Dingen die Höhenmeter ordentlich in den Knochen stecken. Rücken tut weh, Schulter tut weh, Hüfte tut weh. Ich habe Körper. Freunde des Abenteuers. Bei Kaiserwetter erreichen wir hier unser Zielgebiet. Sind jetzt quasi schon auf der Höhe angekommen. Laufen gerade jetzt auf dem Forstweg, aber der geht gleich dann auch rechts ab auf einen kleinen Trampelpfad, dann zum Gipfelkreuz und ihr seht hinter mir, die Sonne strahlt herrlich hier rein, blauer Himmel, ein paar Wolken hier am Start, Kaiserwetter, Kaiserwetter. Die Vorboten der Hölle, mein Freund. Ja. Und auch so, eieiei, das wird was. Hier oben ist es auch noch recht zapfig, die Pfützen hier sind jetzt schon leicht am Gefrieren. Heißt, heute Nacht wird es auf jeden Fall rostig werden. Grenzbereich für den Rützelberg Survival. Aber zur Not kann ich noch eine Daunenjacke anziehen. Das passt also wunderbar. Dann Lagerplatzsuche und auf zum Gipfelkreuz. Man mag es kaum glauben, aber das hier ist tatsächlich ein Weg. Die Sonne steht schon tief, aber wir haben unser Tagesziel erreicht und sind am Gipfel angelangt. Zugegeben, die Sicht hier rum ist ja eher eingeschränkt durch den niedrigen Bewuchs hier, weil es eher so ein Gipfelplateau hier ist. Aber nichtsdestotrotz ein schöner Platz hier oben. Ja, jetzt erstmal Pause machen, mal ein Heißgetränk trinken
Und dann? Heißgetränk. Ich dachte, du willst ein Gipfelbier ausgeben. Ja, stimmt. Wir wollen alkoholfreies Gipfelbier. Gibt's, genau. Ja, das kommt ja dann mit dem Heißgetränk. Das gibt's nachher. Und dann bauen wir hier mal Lagerplatz auf. Lagerplatz wird eine Herausforderung werden. Spannend. Hier. Und? Zum Prost. Zum Wohl dann. Auf eine schöne Tour. Oh, das schmeckt gut. Busch Pirat und Outdoor Buddy auf Tour. Wir trinken jetzt mal noch schnell in Ruhe unser Bier und dann geht's auf Lagerplatzsuche. Und erstmal eine Jacke anziehen. Es ist echt frostig hier oben. Ihr seht, im Hintergrund geht die Sonne unter. Ein phänomenaler Sonnenuntergang hier oben am Gipfelkreuz. Ja, wir haben eine Runde gedreht, haben aber leider keinen ordentlichen Platz hier oben gefunden. Alles, wie gesagt, das Heidekraut ist hier extrem dicht, teilweise richtig struppig. Und da, wo es dann nicht so dicht ist, sind dann Baumstümpfe unten drunter, katastrophal. Ja, wir bleiben jetzt notgedrungen hier oben. Falls es dann doch stürmen sollte, sind wir hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite, aber ich glaube ja nicht, dass es stürmt. Wir werden sehen, wenn der Wetterteufel kommt. So sieht es jetzt fertig aufgebaut aus. Steht schon alles bereit zum Kochen. Schlafsack drin, Isomatte drin. Also hier ist Katoma. Das Tarp mussten wir jetzt wegmachen. Das hat hier leider platztechnisch nicht funktioniert. Hintergrund noch die letzten Lichter des Sonnenuntergangs. Dann ist blaue Stunde. Und ja, wir verziehen uns jetzt mal in unsere Lager. Es gibt gleich noch ein paar Aufnahmen vom Kochen. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich heute auch recht früh schlafen. Also ich vermute mal so gegen 8:30 oder so. Ja. Kleine kurze Rundtour. Hier ist meine Küche. Hier ist mein Schrank. Hier ist mein Bett. Und hier ist mein Ausrüstungslager. Und da ist der Atze. Als kleines Getränk des Abends gibt es jetzt hier mal leckeren Bundaberg Ginger Brew Blut Orange. Das haben wir uns verdient. Oh, hallo. Aber hallo. Ja. Und danach wird geköschelt und danach gehe ich direkt, glaube ich, ins Bett. Ich bin richtig, richtig groggy. Die Tour war schön, aber sehr, sehr anstrengend. Prost. Prost. Danke dir. Zu essen gibt es bei mir heute Udon-Nudeln. Die sind schon fertig, weich mit Wasser drin. Die müssen nur 3 Minuten im heißen Wasser ziehen. Und dazu gibt es ein scharfes Erdnusshühnchen mit einer geile Soße. Habe ich gestern schon vorgekocht. Und muss jetzt alles nur noch irgendwie warm gemacht werden. Ist alles ein bisschen improvisiert hier jetzt gerade. Wirklich gemütlich ist anders tatsächlich. Hier wird mir zu meinem Erdnusshühnchen warm. Ich habe noch heißes Wasser mitgebracht in der Thermoskanne. Da kommen gleich die Nudeln rein, wenn das da hier einmal schon mal so ein bisschen grob warm ist. Und Atze macht sich Wasser für seine dreckige Mahlzeit. Mhm. Knabbert ein paar Nüsschen, dem geht's gut. Noch schon. Ah, es ist hier, nee. Also gar nicht so meins. Tatsächlich
sternklaren Himmel haben wir, richtig cool, aber von der Gemütlichkeit her, nee, dann lieber nächstes Mal wieder im Pfälzerwald unter Felsen. So, meine Nudeln sind jetzt hier auch mehr oder weniger fertig. Ich esse jetzt halt einfach lauwarm. Ich mache mir hier gerade noch heißes Wasser für eine Wärmflasche. Ich habe eiskalte Füße, die muss ich irgendwie warm kriegen. Also ist schon am Futtern. Mahlzeit. Lang wird der Abend hier definitiv nicht. Danach, und wenn die Wärmflasche fertig ist, lege ich mich direkt ins Bett und dann ist heute Schicht im Schacht. Ich setze mir gerade alles tatsächlich mehr zu und ich bin ziemlich im Eimer. So ist es halt. Kommt halt mal vor. Also, Mahlzeit. So, der Autobuddy macht die Schotten dicht. Ich sag gute Nacht, also beziehungsweise wir können ja nur sprechen. Ja, mach die Schotten dicht. Ich mach die Schotten dicht. Zu ist der Puff. Ich bin im Eimer. Die Wärmflasche ist jetzt an meinem Fuß. Irgendwie bringt es aber noch nichts. Es ist so angenehm schön warm, aber er wird nicht warm. Er taut nicht auf, der große Onkel. Ah, oh, so kalte Füße hatte ich schon lange nicht mehr. Den ganzen Tag war es eigentlich in Ordnung beim Wandern. Aber jetzt dann, als wir hier dann so ein bisschen im Lager, das Lager aufgebaut haben, ist der halt ja ausgekühlt. War keine Bewegung mehr drin. Nervig. Richtig nervig, unangenehm. Mag ich nicht. Ja, ist jetzt gerade 8 Uhr durch. Ab 12 Uhr soll so ein kleines Regengebiet reinkommen. Wird also Regenschnee werden. Wir haben Temperaturen dann so um die 0 Grad. Nicht viel, was runterkommen wird, aber ein bisschen was. Ja, ich horche jetzt mal ein bisschen an meiner neuen Matratze. Das ist eine Sea zusammen mit Etherlight Extrem. Die habe ich mir geholt, aber die werde ich wahrscheinlich wieder verkaufen. Die ist mir ein bisschen zu groß vom Packmaß und vom Gewicht. 950 Gramm, aber ist so ultra bequem. Sea zusammen hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Aber ich habe jetzt nochmal eine neue im Zulauf. Eine Nemo Tensor Insulated. Die habe ich mir jetzt auch nochmal gegönnt. Aber die hier steht dann zum Verkauf. Ich habe gehört, im Nachbarzelt wird gerade eine Isomatte gebraucht. Also die ist ab morgen dann zu haben. Nee, wenn dann ab jetzt. Na. Morgen ist ja uninteressant. Ja. Naja, gut. Also, wir sehen uns morgen früh wieder, wenn es hell wird. Aufstehen. Schnell einen Kaffee trinken, vielleicht noch das ein heißes Wasser ins Müsli kippen, abbauen und währenddessen abbauen und dann reden wir den Rückweg an. Also dann berichte ich euch, wie die Nacht war oder falls es heute Nacht noch irgendwas wegfliegen sollte, melde ich mich dann nochmal. Ciao. Hallo, herzlich willkommen in meinem Gemach. Guten Morgen zusammen. Ja, die Nacht hat es ordentlich geweht hier. Kamen heftige Böen. Eine Leine vom Landschein hat es rausgerissen. Aber jetzt haben wir so um 7 Uhr rum und wir beide sind wach. Heftig. Nebel, Schnee hat es hier gegeben, ein paar Zentimeter. Wie hast du es genannt? Apokalyptisch. Apokalyptische Nebel, Wind, Sturm, Stimmung hier oben. Oh ja. Geschlafen habe ich gut. Bin klar auch ein paar Mal wach geworden. Hatte Ohrenstöpsel drin, die haben natürlich gut was geholfen.
Füße sind warm. Tatsächlich hatte ich, wenn ich auf dem Rücken geschlafen habe, das Gefühl, dass ich kühler habe, als wenn ich auf der Seite schlafe. Naja. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe auf der Seite gefroren, ich weiß nicht warum. Ungefähr seit 12 Uhr nachts muss ich schon pissen, aber ich zögere es die ganze Zeit raus. Aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich muss aufs Klo. Und dann wieder hier rein und erstmal noch ein, ich würde sagen, wir trinken hier drin noch einen Kaffee oder sowas, ne? Oder willst du abbauen und... Also ich werde, glaube ich, jetzt hier im Schnee werde ich nicht meinen Koffer anwerfen, meinen Kocher anwerfen. Dann werde ich mir nochmal einen Kaffee machen. Okay, jedenfalls gehe ich mal pissen. Also wenn ich rausgehe, dann... So, ich habe es mir noch ein bisschen gemütlich gemacht, sitze hier im Schlafsack, kücheln mir gerade noch einen Tee. Einen Kaffee gibt es jetzt gerade zum Frühstück mehr nicht. Vielleicht noch ich habe noch einen halben Riegel, den esse ich dann noch beim Losgehen. Aber hungrig bin ich nicht. Temperaturen aktuell minus 0,2. Ich hatte leider, ich sitze hier unten an der Grafik, den Sensor heute Nacht in der Hose. Deswegen hatte ich heute Nacht 30 Grad an der Hose. Ihr seht also, ja, interessant sieht man, wenn ich mich zur Seite gedreht habe oder so, je nachdem, ob die Hose unten lag, also ob der Sensor unten lag oder oben lag, hatte ich entweder 30,2 Grad im Hosenbein oder 21,4. Ja, also, 21,4 ist ja auch noch in Ordnung. Das heißt, der Schlafsack hat hier schön warm gehalten. Echt abenteuerlich hier draußen. Also, und jetzt geht's mir wieder gut. Gestern Abend war ich echt, das war echt, also wenn wir noch eine Stunde länger unterwegs gewesen wären oder sowas, wäre es echt übel gewesen. Dann hätte ich mich wahrscheinlich ohne was zu essen oder nur noch eine Käsestange gefuttert, ins Bett gelegt und direkt gepennt. Weil auch das Kochen, das war gestern dann noch so anstrengend. Ich hätte mir auch besser was Einfacheres mitnehmen sollen. Naja, egal. Genießen. Temperaturmäßig haben wir gerade auch geredet, geht es eigentlich. Wir haben gerade um die 0 Grad. Das ist halt ein eisiger Wind und der Windchill ist halt echt übel, aber irgendwie auch cool. Definitiv. Eine geile Übernachtung hier. Jetzt Abstieg vom Gipfel. Die Richtung, oder? Da geht's lang. Da geht's lang. Okay. Also, ciao. Ja, jetzt mittlerweile haben wir die schneefreie Zone erreicht. Hier unten ist es ordentlich am Tauen. Dafür haben meine Schuhe jetzt gerade ordentlich gelitten. Ja, aber es liegt am Weg, Matze. Ja. Der Weg ist nicht gemacht. Füße waren klatschnass. Oben hat es ordentlich, ja, ganze Wasserstand auf der Straße. Also lieber Wegewart hier, mach mal deinen Job. Genau, dass auch der Matze mit leichten Sommerstrecken-Schüchen hier genau laufen kann. Ja. Ja, das zeigt mir einfach, es wird Zeit für ein paar neue Schuhe. Die hier sind durch. Schönen Blick von hier oben. Aber auch ordentlich windig. Ordentlich windig. Hui. So, es wird jetzt wieder noch zunehmend ungemütlicher. Wie gesagt, für heute Mittag stehen auch noch durchaus stärkere Windstärken hier auf dem Plan. Deswegen gucken wir, dass wir jetzt ja schnellstmöglich hier aus dem Wald rauskommen. Wir nähern uns der Zivilisation, stoßen demnächst dann auf die geteerte Straße und müssen dann nur noch... Ah, da ist es schon, die Zivilisation. Ja, hinter uns unser Startort. So, Atze, jetzt bleibt noch die Frage auf, war es jetzt Sturm oder nicht? Ich glaube, das müssen die Zuschauer entscheiden.
Also er wird wahrscheinlich sein Video so schneiden, dass es sehr stürmlos ist. Ich werde meins extra stürmisch schneiden, aber guckt selber bei uns rein und vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Sturmböen gab es auf jeden Fall. Sturmböen gab es auf jeden Fall. Ja, ich verabschiede mich, sag wie immer, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen oben lassen, beim Atze auch reinschauen. Also, und mit dem schönen Glockengeläut sagen wir dann ciao. Ciao.